Hey meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das hier ist ein Luftreiniger von IKEA. Ich mag den echt gerne, aber das Problem an dem ist, dass er nicht smart ist. Ich habe den indirekt smart gemacht, indem ich den an eine smarte Steckdose geschlossen habe. Das war so eine Art Zwischenlösung, wie ich dieses eher günstige Gerät in mein Smart Home integrieren konnte. Hat auch eigentlich alles ganz gut geklappt. Das alles hat aber natürlich seine Grenzen, da das Ding ja nicht dafür gemacht ist. Heute zeige ich euch aber mal, was ein wirklich richtig smarter Luftreiniger alles so kann und wie ihr euer Smart Home auf ein ganz neues Level hebt. Also bleibt dran und viel Spaß mit diesem Video. Los geht's! Zunächst einmal die Frage, wozu braucht man überhaupt einen Luftreiniger? Dafür kann es natürlich verschiedene Gründe geben. Ob ihr saubere Luft möchtet, ob ihr einfach geruchsneutralere Luft möchtet, ob ihr bestimmte Allergien habt und deswegen saubere Luft auch braucht. All solche Sachen kann man mit einem Luftreiniger lösen. Natürlich muss man da aber darauf achten, welcher Luftreiniger denn welche Funktion besitzt. Dieser hier hat auf jeden Fall so ziemlich alle. Das hier ist der Uya Fjord Pro. Ich weiß nicht 100%, ob man das so ausspricht, deswegen verzeiht mir. Ein smarter Luftreiniger der eher höherklassigen Kategorie, der wirklich sehr, sehr viel drauf hat. Er ist etwa 1 Meter hoch und hat von oben gesehen eine quadratische Form mit einem OLED-Display vorne dran. Und mit diesem Bildschirm könnt ihr eigentlich die meisten Einstellungen auch manuell vornehmen. Wenn er in der Ruhephase ist, steht hier die Temperaturanzeige und die Luftfeuchtigkeit in Prozentzahl. Das heißt, diese beiden Sensoren habt ihr automatisch immer mit dabei und auch einen ein Sensor, der misst, wie sauber die Luft ist, den seht ihr ganz unten in einer LED-Anzeige. So könnt ihr immer ganz leicht sehen, wie sauber eure Luft ist, indem ihr seht, ist diese Anzeige rot, orange oder grün. Dieses Display ist ein Touchscreen, das heißt, wir könnten den jetzt theoretisch einfach so starten und dann sehen wir auch schon oben, wie die Klappe geöffnet wird und ihr könnt das auch schon hören. Der Luftreiniger arbeitet jetzt. Ihr dürft euch nicht wundern, warum er jetzt so laut ist. Ich habe das halt gerade so eingestellt, dass er in dieser Stärke pustet sozusagen. Aber das ist in der App alles einstellbar. Ein relativ großer, aber kompakter Luftreiniger, der durch diese Räder, die ihr unten verbaut habt, auch sehr leicht zu transportieren ist. Und die dreckige Luft wird jetzt hier reingesaugt und kommt oben in sauber wieder raus. Wir können dann auch direkt sehen, dass jetzt momentan hier eine grüne Leuchte ist. Das bedeutet, die Luftqualität ist, zufriedenstellend auf jeden Fall. Auf dem Display können wir jetzt Sachen sehen, die uns einfach, was Daten angeht, interessieren. Wie zum Beispiel die Luftwerte oder hier auch beispielsweise können wir einstellen, in welchem Winkel die Rillen oben sich öffnen. Wenn ihr einmal auf den Bildschirm tippt, dann könnt ihr die automatische Anzeige einschalten. So wird die Luft automatisch gereinigt, je nachdem, wie die Qualität ist. Die Display-Helligkeit könnt ihr natürlich auch ändern. Ihr könnt auch diesen Ton ausstellen. Hier könnt ihr euch mit dem WLAN verbinden, das heißt, das Produkt in euer Smart Home integrieren. Und hier könnt ihr dann sehen, wie verbraucht sozusagen der Filter ist. Das heißt, wann ihr den mal wieder austauschen müsst, was auf jeden Fall sehr lange dauern wird. Da der Filter auch sehr groß ist, ich zeige euch das auch mal im Vergleich zu dem IKEA-Luftreiniger, damit ihr einfach mal einen Größenvergleich habt. Und schaut mal her, allein das hier ist wirklich mega cool. Ihr könnt den so einfach durch eure Wohnung bewegen, obwohl er halt diese Größe hat. Das hier ist der Riesenfilter in diesem Luftreiniger und ihr seht schon, der ist wirklich sehr, sehr groß. Ihr könnt ihn hier mit dieser Schlaufe rausziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt im Video, aber hier drin ist mega viel Staub. Und da könnt ihr halt auch mal diesen Vorfilter sehen, denn der ganze Staub wird hier aufgehalten und diese dreckigen kleineren Partikel werden dann weiter reingesaugt. Und auch hier muss man natürlich auf Größen achten, denn wenn ihr jetzt einen kleineren Luftreiniger habt, wie der hier von IKEA, dann ist es natürlich so, dass er nicht sehr große Räume oder Wohnungen oder Häuser damit reinigen kann. Und je größer die Filtersysteme natürlich sind, desto mehr schafft er. Dieser hier schafft 66 Quadratmeter pro Stunde. Das heißt, ihr könnt euch das natürlich dann ausrechnen, wie es bei euch zu Hause der Fall wäre. Für meine gesamte Wohnung bräuchte der also eine Stunde. Eigentlich sogar weniger, denn meine Wohnung ist kleiner. Ich muss auf jeden Fall sagen, designtechnisch sieht er sehr, sehr edel und hochwertig aus. Keineswegs ein Hindernis in eurer Deko oder beziehungsweise einfach in dem Bild, wie eure Wohnung aussieht. Bei dem hochwertigen Aussehen, finde ich, wertet das eher nochmal alles auf. Kommen wir also kurz zu den Funktionen von dem Luftreiniger. Er besitzt drei Hauptfiltersysteme, die die Luft insgesamt reinigen. Im ersten Schritt besitzt ihr einen Vorfilter. Der soll einfach größere Staubpartikel aus der Luft filtern und die kleineren Partikel gelangen durch den Vorfilter in die nächste Stufe. Dort erwartet sie dann ein sogenannter Nanoguard-Filter, der nochmal kleinste Partikel, wie zum Beispiel Bakterien oder Viren, aus der Luft reinigen kann. Und mit dem letzten Kohlefilter könnt ihr dafür sorgen, dass die Luft einfach neutralisiert wird und sie nicht mehr riecht. Das könnt ihr auch beispielsweise mal testen, indem ihr einfach ein Deo oder ein Parfüm in der Nähe dieses Luftreinigers sprüht und dann wirklich seht, wie das eingezogen wird und ein paar Minuten später riecht ihr das dann nicht mehr, weil es einfach durch diesen Kohlefilter neutralisiert wurde. Mir ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass meine Wohnung neutral bis gut riecht. Und klar, ich habe einen Duftdiffusor, aber der ist halt auch sehr klein und kann natürlich nicht die ganze Wohnung damit vollsprühen. Deswegen finde ich es richtig cool, wenn ich so ein Gerät habe, was einfach meine Luft zu
zumindest was den Duft angeht, neutralisiert. Die Wohnung riecht nicht nach Hund, nicht nach keine Ahnung was, wenn ihr jetzt länger Zeit nicht gelüftet habt und ist dahingegen dann eine perfekte Lösung. Eine weitere Funktion ist, dass ihr den im Schlaf benutzen könnt. Mit dem Schlafmodus könnt ihr einfach dafür sorgen, dass ihr im Schlaf nonstop saubere Luft bekommt, bei einer sehr, sehr geringen Lautstärke, und zwar 34 Dezibel. Falls euch die Zahl jetzt nichts sagt, ich höre den auf jeden Fall, wenn ich schlafe, überhaupt nicht. Er ist einfach in diesem Schlafmodus, den man separat ja, wählen kann. Da wir hier aber auf einem Smart Home Kanal sind, ist natürlich das Wichtigste am Produkt, ob es smart ist, beziehungsweise wie smart es eigentlich ist. Und das ist die Kategorie, wo der Luftreiniger wirklich am meisten überzeugt. Denn erstens könnt ihr den mit eurem Handy steuern. Hier könnt ihr einstellen, ob ihr den anmachen wollt, in welchem Modus ihr den anmachen wollt. Ihr könnt Favoriten speichern, also bestimmte Anzahl an, also wie stark ihr die Luft reinigen soll. Ihr seht auch auf dem Handy, wie sauber eure Luft ist, das heißt, ihr könnt die Daten hier auch ablesen. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, die Winkel dieser Rillen, also in welchem Winkel die saubere Luft rauskommt. Ihr könnt hier eigentlich alles einstellen, auch bestimmte Zeiten, wo der automatisch angeht. Hier steht beispielsweise auch, dass der Filter noch 288 Tage lang ja, gut ist. Das heißt, hier könnt ihr auch sehen, wann ihr den austauschen müsst. App-Steuerung für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Funktion, sodass ich den von draußen ja, benutzen kann. Aber sind wir mal ehrlich, in unserem Smart Home wollen wir natürlich erreichen, dass alles so gut wie möglich automatisch läuft. Und da brauchen wir das hier erstmal nicht. Denn wir können den auch in unseren Sprachassistenten mit rein integrieren. In meinem Fall natürlich in Andrea. Ihr wisst, was ich meine. Luftreiniger an. So könnt ihr den in Routinen einbasteln, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr morgens aufwacht oder schlafen geht, der automatisch angeht. Oder wie in meinem Fall, wenn ich sage, Andrea, ich gehe raus. Ja, schaltet sich meine Wohnung komplett aus. Und der Luftreiniger geht automatisch an. Wenn ich wieder nach Hause komme, geht der dann automatisch aus, weil der Türsensor dem sagt, hey, ich bin wieder da. Und so kriege ich halt überhaupt nicht mit, dass er arbeitet. Auch wenn mich das an sich nicht stören würde, aber ich finde es einfach ja, irgendwie angenehmer, wenn ich das gar nicht mitkriege. Bei dem IKEA-Luftreiniger beispielsweise könnt ihr so ein Gerät dazu kaufen, dass ihr sehen könnt, wie sauber die Luft ist. Und das ist halt hier einfach mit rein integriert, was das Ding halt so richtig smart macht. Und das finde ich auch echt das genialste Feature, dass ihr immer wisst, wie sauber eure Luft ist, beziehungsweise ihr müsst euch gar nicht erst darum kümmern. Denn der automatische Modus macht den Luftreiniger selber an, wenn die Luft dreckig ist, sag ich mal. Und so müsst ihr euch theoretisch um gar nichts kümmern. Finde ich eigentlich auch ziemlich angenehm. So braucht ihr den noch gar nicht ins Smart Home rein zu integrieren, weil er ja, sich selber an- und ausschaltet, wann er das für richtig hält. Was ja eigentlich auch der Sinn ist. Also alles in einem, was die Bedienung angeht und das Smart Home, die Smart Home Integration wirklich eine 10 von 10, ich wüsste nicht, was ich da ändern würde. Ein wirklich sehr, sehr smarter Luftreiniger, der auch noch sehr, sehr schnell ist. In meiner Wohnung ist er eigentlich ziemlich schnell durch, aber vielleicht habt ihr ein Haus oder eine größere Wohnung als ich. Und ja, dann reicht beispielsweise ein einziger Luftreiniger als mehrere. Es gibt so einen kleinen Negativpunkt, denn der Luftreiniger hat wirklich sehr viel drauf, aber natürlich müsst ihr dafür auch dementsprechend zahlen, denn er kostet 499 Euro. Ist natürlich nicht wenig für einen Luftreiniger, beziehungsweise eigentlich sogar viel. Aber wenn man sich alle smarten Luftreiniger mal anschaut, dann sind halt die guten wirklich auch in dieser Preiskategorie. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist man bereit, so viel Geld dafür auszugeben? Und deswegen kommen wir auch direkt zum Fazit. Ich finde, wenn man schon sein bestehendes Smart Home hat mit Sachen, die halt einem wichtig sind, wie smarte Beleuchtung und andere smarte Steckdosen und sowas, finde ich, macht es durchaus Sinn, sich irgendwann so einen smarten Luftreiniger zu holen. Vielleicht nicht direkt am Anfang, weil man natürlich noch gar nichts aufgebaut hat vorher, aber irgendwann macht er durchaus Sinn. Und ich kann das natürlich gerade mit dem IKEA Luftreiniger vergleichen, der mich 50 Euro gekostet hat, mit diesem hier, der 500 Euro gekostet hat etwa. Und man muss da natürlich sagen, dass der Preisunterschied sich hundertprozentig bemerkbar macht. Denn der Fjord Pro hat einfach, ja, also eigentlich bringt der Vergleich gar nichts, weil der hat einfach 1000 Mal mehr drauf als der IKEA Luftreiniger, den man einfach nur in 3 Stufen einstellen kann. Und mit dem könnt ihr eigentlich alles machen, ja, was man damit so braucht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Sommer richtig nice ist, dass wenn ihr den anmacht, dieser Luftzug einfach in der Wohnung weht. Denn wenn ihr den komplett auf höchster Stufe einschaltet, dann ist er erstens auch laut und ihr spürt wirklich einen Windzug in der Wohnung. Denn der ist sehr, sehr stark. Auch designtechnisch und ja, wie ihr den transportieren könnt und alles, die Bedienung der App, die Gestaltung der App, wie sie aussieht, in meinen Augen einfach wirklich ein Apple-Gerät unter den Luftreinigern. Ich hätte auch mal Lust, die anderen zu testen. Also, wenn ihr Lust habt auf Vergleiche, werde ich natürlich auch mal andere Marken testen. Schreibt mal in die Kommentare, findet ihr, man braucht einen Luftreiniger? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Das war's dann auch mit meinem Review zu diesem wirklich, ja, sehr hochwertigen Luftreiniger. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Ciao!